Alexandra und ihre Mutter sind beim Arzt. Alexandra hatte in letzter Zeit öfter Bauchschmerzen, Durchfall und fühlte sich schlapp. Durchfall hat. Na? Und die Bauchschmerzen, wie oft hast du die denn? Nach dem Frühstück. Nach dem Frühstück. Dr. Neukirch will rauskriegen, woran das liegt mit den Bauchschmerzen. Zuerst tastet er Alexandras Bauch ab. Ist es der Blinddarm oder etwas anderes, das er tasten kann? Oder kann er was hören? Blubbert's im Darm? Oder ist es still? Um der Sache wirklich auf den Grund gehen zu können, muss Dr. Neukirch Alexandra Blut abnehmen. Eine richtige Detektivarbeit ist das. Mit Hilfe der Blutproben kann man zum Beispiel feststellen, ob Alexandra etwas fehlt im Körper oder ob sie Allergien oder Entzündungen hat. Viele wichtige Hinweise kriegt man so. Einer ist dabei, den muss Dr. Neukirch im Krankenhaus untersuchen. Für einen Tag muss Alexandra hierhin und wird mit einer Narkose schlafen geschickt. An diesem Schlauch ist eine Kamera und Licht. Und gleich wird Dr. Neukirch mit diesem Schlauch vorsichtig in Alexandras Bauch hineinsehen. Dabei nimmt der Schlauch den gleichen Weg wie das Essen. Durch den Mund, die Speiseröhre runter, durch den Magen bis in den Darm. Dr. Neukirch schiebt durch den Schlauch einen dünnen Draht, an dem eine winzige Zange ist. So sieht's im Darm aus. Damit entnimmt er eine kleine Probe aus Alexandras Darm. Von all dem merkt Alexandra gar nichts. So klein das Stück auch ist, man kann viel daran erkennen. Es wird in Wachs eingegossen und dann werden ganz, ganz dünne Scheiben davon abgehobelt. Hauchdünn sind die. Damit man sie unter dem Mikroskop anschauen kann. Das macht Dr. Hinrichs. Und er findet auch den Grund für Alexandras Bauchschmerzen. Ihre Darmwand ist schwer entzündet. Das zeigt der dunkle Teil. Zum Vergleich hat uns Dr. Hinrichs einen gesunden Darm gezeigt. Wie Finger sitzen da lange Ausstülpungen an der Oberfläche. Die heißen Darmzotten. Durch die Entzündung sind sie bei Alexandra stark verkürzt. Die Darmzotten sind aber sehr wichtig. Durch die Darmwand kommen nämlich die Nährstoffe, die wir essen, ins Blut. Wir haben das mal mit kleinen Linsen gemacht. Dass diese Finger, diese Darmzotten, so aussehen, wie sie aussehen, hat den Grund, dass dadurch die Oberfläche des Darms möglichst groß wird für die Nahrungsaufnahme. Wenn man eine gesunde Darmwand ausbreiten würde, dann wäre sie so groß wie ein Fußballfeld. Diese Oberfläche ist bei Alexandra viel kleiner. Da kann es ihr ja nicht gut gehen. Jetzt weiß Dr. Neukirch, was Alexandra hat. Eine Krankheit, die Zöliakie heißt. Ihr Darm ist deshalb entzündet. Das passiert, weil sie etwas aus der Nahrung nicht verträgt, das Gluten. Zöliakie ist, wenn man kein Gluten verträgt, so wie Alexandra. Was ist Gluten? In unseren Getreidesorten ist es drin. Gluten, so sagen die Müller, oder Gluten, so sagen die Mediziner. Aber es ist dasselbe. In Weizen ist es drin, in Gerste, Roggen, Dinkel, Grünkern. In all diesen Getreidesorten ist Gluten drin. Und aus Getreide wird unser Mehl zum Backen gemacht. Wenn Mehl und Wasser zusammenkommen und verrührt werden, merkt man, dass der Teig allmählich elastischer wird und sich gut verbindet. Das genau macht das Gluten im Getreide. Wenn Christoph jetzt den Teig mit viel Wasser auswäscht, dann verschwindet die weiße Stärke aus dem Mehl und übrig bleibt Gluten. So sieht's also aus, das Gluten. Klebt ganz schön. Bei Alexandra führt Gluten im Darm zu Entzündungen, die ihre Darmzotten zerstören. Deswegen muss sie sich jetzt richtig damit beschäftigen, wo überall Gluten drin ist. Es gibt Listen, in denen das steht. Und auch das, was sie essen darf. Das muss sich Alexandra vor dem Einkaufen alles aufschreiben. Beim Bäcker gibt es eigentlich nichts, was sie essen kann. Da ist in fast allem Gluten. Dafür ist es mit Obst und Gemüse umso einfacher. Da geht alles. Und das ist ja auch für alle anderen gesund. Damit kann man doch schon eine Menge kochen. Und frischer Fisch und Fleisch ist auch glutenfrei. Bei Fertiggerichten ist es schon schwieriger. Da muss ich immer ganz genau auf den Inhalt gucken, auf das Kleingedruckte auf der Rückseite. Da steht's,
Lutein. Oft steht es aber nicht direkt drauf, sondern zum Beispiel Weizen ist natürlich auch Gluten drin. Und sogar in Mundspülung und Zahnpasta. Das muss Alexandra jetzt alles wissen. Aber im Supermarkt gibt es auch ein Regal mit glutenfreien Backwaren aus anderen Mehlsorten. Aus Reis und Mais zum Beispiel. Toastbrot. Kuchen aus Kastanienmehl. Und auch auf Kekse muss Alexandra nicht verzichten. Zu Hause werden die Sachen mit Gluten und die ohne Gluten streng getrennt aufbewahrt und gelagert. Dafür gibt es einen Grund. Das sind 125 Milligramm Mehl. Da drin sind 20 Milligramm Gluten. Mehr darf sie davon an einem Tag auf keinen Fall zu sich nehmen. Eine winzige Menge. Wenn man sie auf einer Tischplatte verteilt, sieht man sie gar nicht mehr. Deshalb packt Alexandra fürs Auftoasten ihre Brötchen sogar in eine extra Tasche, damit kein Krümel vom normalen Brot drankommt. Morgens, wenn Alexandra und ihr Bruder Sebastian frühstücken, hat jeder sein Brötchen, normal und glutenfrei. Und jeder seine eigene Margarine und seine eigene Marmelade. In Marmelade und in Margarine ist zwar gar kein Gluten, aber es könnte ja ein Brotkrümel über das Messer reingeraten. Bei mehr als 20 Milligramm Gluten am Tag würde Alexandras Darm sich wieder entzünden. Selbst wenn sie keinen Bauchweh hätte, die Darmzotten würden still und leise weiter kaputt gehen. Deshalb hat ihr Marmeladenglas auch einen extra Punkt, damit es keine Verwechslungen gibt. Zu Hause ist das mit dem glutenfreien Essen kein Problem. Alle wissen Bescheid. Wenn Alexandra aber mit ihren besten Freundinnen in die Eisdiele um die Ecke geht, muss sie selber aufpassen. Dann gibt es halt ein Eis für Jana, ein Eis für Katharina, ein Eis für Elisa und eine Apfelschorle für Alexandra, weil das Eis in dieser Eisdiele leider auch Gluten enthält. Deshalb hat sie sich ihre Lieblings-Schokokekse mitgebracht. Ihre Freundinnen und sie selbst haben sich schon dran gewöhnt und sie haben trotzdem zusammen Spaß. Die Freundinnen wissen auch, dass sie Alexandra nicht überreden dürfen, was zu essen, was ihr schadet, weil sie sonst wieder Bauchweh bekommt. Alexandra weiß, dass sich ihr Darm wieder vollständig erholt. Sie darf nur kein Gluten essen. Das ist das Praktische an dieser Krankheit, dass man keine Medikamente nehmen muss, sondern nur etwas weglassen muss, um gesund zu werden und zu bleiben. Das Bauchweh ist weg und Alexandra geht's gut. Sie kann wieder all das tun, was ihr richtig Spaß macht. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Tschüss, Alexandra.